Hallo Udo, grüß dich. Und, Kleines, wie geht's dir? Naja, doof. Ui, warum kommt jetzt der Fehler? Jetzt. Ja, Udo, das weiß ich auch nicht so richtig. Weißt du, das ist so hin und her. Auf der einen Seite Holo-Feeling, auf der anderen Seite das ganze weltliche Getue jetzt mit dem Körper und so. Und da komme ich im Moment schwer klar. Außerdem habe ich doch dieses Buch dabei gehabt. Ich bin, ja, ich bin du. Und wie ich das dann, naja, up, weißt du sowieso, was da geschehen ist wahrscheinlich. Und da kam doch immer, und das insgesamt viermal, der Hinweis auf Weißenburg und auf dich, auf den Udo. Jein, um das klarzustellen, Was? das sind also zuerst einmal ganz, ganz entscheidende Sachen. Ich sage zu viele, du musst den Kopfhörer aufsetzen, oder weil sonst haben wir Echo drin. Geht's so also, oder etwas leiser machen? Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ja, gut. Pass auf, ich war immer wieder die Frage, ich stelle dir ein, ich bin du, steht ja, suche meinen Menschensohn. Und dann sage ich immer, auf der ersten Seite steht aber drauf, ich bin du. Das heißt, du musst dich selbst suchen. Und jetzt hast du die zwei Seiten, wenn du sagst, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Holofeeling und dem weltlichen Zeug, das ist kein Hin- und Hergerissensein, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Das ist einmal die Einheit, das Bewusstsein, das heißt der Geist, der einen Traum erlebt, und einmal die Figur, die du in dem Traum zu sein glaubst. Und es gibt ja diese zwei schönen Sprichwörter. Zum einen, Mensch, erkenn dich selbst. Das ist der rot geschriebene Mensch, das Gotteskind. Das ist etwas, was man nicht denken kann. Das kann aber gewusst werden. Und dann gibt es das Sprichwort, der Mensch ist das Maß aller Dinge und das ist der ausgedachte Mensch, das blaue Ich. Wobei immer dran denken, dieser ausgedachte Mensch ist kein physischer Körper, sondern das ist zuerst einmal ein Buch, eine Lebensgeschichte. Und erst wenn du dich über diese zwei Seiten erhebst, über den roten Menschen, den du erkennen sollst, der du letztendlich selbst bist, und den blauen Menschen, der du zu sein glaubst, du bist nämlich keins von beiden. Du bist nicht dieser rot geschriebene Mensch, den wir ja symbolisch für etwas setzen, was nicht denkbar ist. Das klingt nur für einen Materialisten, der sich an materielle Erscheinungen klammert, zu unheimlich kompliziert. Aber du musst dir wirklich klar machen, wenn ich immer wieder sage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das frage ich einen Geist. Egal, an was du jetzt denkst, in dem Moment, wo du an was denkst, betrachtest du eine Information von dir. Das gilt selbst mit deinem bisherigen materialistischen Glauben. Das kann ich nicht oft genug sagen, Heidemarie. Alles, was du Geist zu sehen bekommst, befindet sich hier und jetzt in deinem Kopf. Der Materialist wird sagen, in deinem Gehirn. Wenn das in deinem Gehirn nicht irgendwie in Erscheinung tritt, siehst du es ja nicht. Und ich frage mich immer, warum, was ist in den Menschen drin, dass das für die so schwer verständlich ist, dass der sich das anschaut, was anderes ist wie das, was er anschaut. Weil in dem Moment, wo du an was anders denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der schaut. Und du schaust nicht aus deinen Augen heraus in diese Welt hinein, sondern ich sage immer wieder, deine zwei Augen sind ein Symbol für zwei Flächen, wie eine Cyberspace-Brille, wie eine 3D-Brille. Und der Unterschied dieser zwei Bilder erzeugt in dir diesen Raum, der angeblich vor dir ist. Das ist im Prinzip der träumende Geist. Der träumende Geist erlebt all das, was er lebt, in seinem Kopf. Und wenn er schläft und träumt, unbewusst träumt, weiß er nicht, dass das in seinem Kopf ist, sondern er glaubt, das, was er zu sehen bekommt, existiert unabhängig von ihm da außen. Das ist die Unbewusstheit. Das sind ganz klare Worte. Und das, was ich in Finkenstein im ersten Vortrag gesagt habe, dieses Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Du hast in dir bei jeder Erscheinung ein unheimliches Vorurteil, das dich blind macht. Das sind so viele Beispiele. Diese Zeit ist eine große Illusion. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel durch deine Wohnung läufst, als Heidemarie, ausgedachterweise, du hast dieses, ich setze dich in Bewegung. Wenn ich jetzt sage, schließe mal deine Augen und jetzt gehe in die Küche und dann aus der Küche raus, in den Flur, ins Badezimmer und dann gehe vom Badezimmer ins Schlafzimmer.
dann erscheint es so, als wenn diese Zimmer nacheinander kommen. Wobei doch jetzt genau genommen, wenn du das in deinem Kopf mir zuhörst, ich spreche immer jetzt ein Wort und dieses Wort wird jetzt deine Information verändern, wenn du dir ein Bild in deinem Kopf aufbaust. Und wenn du jetzt an deine ganze Wohnung denkst, sind doch die Zimmer alle gleichzeitig da. Das heißt, erst wenn du vergisst, dass du derjenige bist, der sich die Wohnung ausdenkt, und du verwechselst dich jetzt mit einer Figur in der Wohnung, die du gedanklich durch die Wohnung laufen lässt, entsteht diese Illusion eines Nacheinanders, obwohl jeder Moment immer hier und jetzt in deinem Kopf ist, egal wo du dir denn hindenkst. Du kannst jetzt zum Beispiel an Illingen denken oder an Weißenburg denken, das ist hier und jetzt in deinem Kopf. Und wenn du es nicht mehr denkst, dann ist es nicht mehr. Ich habe im letzten Kerstin-Selbstgespräch gesagt, und das müssen wir noch zigfach wiederholen, das, was hundertprozentig sicher ist, ist, dass wenn du an etwas nicht denkst, dass es dann nicht ist. Jetzt ist das Interessante, das gilt auch für den Körper der Heidemarie oder den Körper, der du zu sein glaubst, um das einmal neutraler auszudrücken. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst. Das ist die erste große Falle in deinem Glauben, den du in dir trägst, dieser materialistische Glaube, dass du meinst, du bist von diesem Körper abhängig. Und wenn der Körper nicht mehr da ist, dann gibt es mich ja nicht mehr. Aber du bist doch, du Geist, bist doch die ganze Zeit auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst. Und du musst diesen Doppelschritt machen, dich beobachten. Das ist ein Spiel, das spielst du ganz alleine. Dass ich immer erinnere dich an die selbsterfüllende Prophezeiung. Hier und jetzt, Worte, die du hörst, machen wir mal ein bisschen Vergangenheit. Du liegst im Krankenhaus, wir kommen, du, meine ich jetzt als Heidemarie, ausgedachterweise, wir kommen und dann sagst du noch, und ich habe mir noch gedacht, kauf dir ein Handy, weil wenn was passiert und du ins Krankenhaus kommst. Und dann habe ich gesagt, Bingo, das ist das Problem gewesen. Du bist ein Gott, die Gedanken, die du dir denkst, verwirklichen sich. Das heißt, die Welt, die du dir ausdenkst, ist deine ganz persönliche Welt und egal, was du dir ausdenkst, was da außen passiert, die Frage, wer ist dran schuld? Der, der sich's ausdenkt. Jetzt kommt aber der Doppelschritt, dass der, der sich's ausdenkt, ein träumender Geist ist. Jetzt denken wir uns an träumenden Geist aus, als bewusster Geist denken wir uns an unbewussten Geist aus. Merkst du, das sind wieder zwei, ein Widerspruch, wieder so eine Gedankenwelle. Zu einem bewussten Geist gehört ein unbewusster Geist. Und jetzt ist es, dass wenn wir uns jetzt einen unbewussten Geist, einen träumenden Geist ausdenken, wissen wir als bewusster Geist, als bewusste Hälfte von dem Unbewussten. Das ist übrigens der Unterschied zwischen ICH, zwischen dem Ich, dem roten Ich und dem JCH. Ich bin dein eigenes Überbewusstsein, das ist Ich bin du. Und darum sage ich immer wieder, ich erkläre das jetzt einem Geist und nicht irgendeiner Erscheinung dieses Geistes, dass ein träumender Geist, das heißt ein unbewusster Geist, sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt. Und alles, was ausgedacht wird, muss so sein, wie es ausgedacht wird. Das heißt, den spreche ich jetzt auch frei als bewusster Geist. Das heißt, ich, bewusster Geist, spreche mich als unbewussten Geist frei. Und das ist das Einzige, was dich hindert, diese Gedankengänge nachzuvollziehen, ist das Festhalten an der alten Logik. Das heißt, ich erwarte von dir kein intellektuelles Wissen, sondern einfach nur die Präsenz, dir bewusst zu machen, zuerst einmal, was du selbst bist. Das ist die Wiedererinnerung an etwas, was man nicht bildlich darstellen kann. Und immer dran denken, das heißt aber nicht, dass das deswegen nicht gibt. Denk an mein schönes Beispiel mit Wetter. Wenn ich immer sage, Gott ist im Prinzip dasselbe wie Wetter. Wirst du einem normalen Menschen mit materialistischer Logik machen, noch so sehr gebildet sein, wird mit dieser Aussage überhaupt nichts anfangen können. Okay? Ja. Und jetzt ist, du hast es schon so oft gehört, du musst dir selber wenn Gedanken drüber machen. Was meint der Udo damit? Ja, ganz einfach. Du hast noch niemals in deinem Leben Gott gesehen und du hast noch niemals in deinem Leben Wetter gesehen. Also gut, bei Gott werden wir die meisten normalen Menschen recht geben, aber beim Wetter sagt jeder, was ist das für ein Blödsinn? Du hast übrigens auch noch nie deine Wohnung gesehen. Weil sobald du was siehst, ist das, was du siehst, ist eine Facette von einer höheren Ordnung, von einer Kollektion. Das heißt, wenn ich jetzt sage, fotografiere deine Wohnung,
Und du fotografierst jetzt deine Wohnung und du zeigst mir das Bild und du sagst, das ist meine Wohnung. Dann sage ich, nee, der Schrank ist doch nicht deine Wohnung. Die Tür, der Tisch, das Fenster, das ist doch nicht deine Wohnung. Gehört alles zusammen, Du ja. stellst jetzt fest, dass deine Wohnung aus vielen einzelnen Bildern besteht, aber die Wohnung als Ganzes kannst du gar nicht sehen. Du kannst genau genommen nicht einmal die Tasse auf dem Tisch sehen. Okay, das ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Und diesbezüglich ist, sobald du vom Wetter was siehst, ist das Sonnenschein, Regen, Schnee, Graubel, das sind genauso Facetten von etwas, was du Wetter nennst. Wenn du das verstanden hast, dass du deine Wohnung nicht sehen kannst, okay, wäre es aber doch ein Blödsinn zu behaupten, dass es die Wohnung deswegen nicht gibt. Wenn du Wetter als Ganzes nicht sehen kannst, sondern immer bloß eine Facette, dann ist doch ein Blödsinn zu behaupten, dass es Wetter nicht gibt. Ich sage, Wetter kann nicht existieren. Immer dran denken, es ist ein Unterschied zwischen dem Wort existieren, existere, heißt ja heraustreten, aus- und auftauchen, aber geben, nicht geben, Geist ist eben. Das heißt, wenn ich sage, deine Wohnung gibt es selbstverständlich, aber du kannst sie nicht sehen, sobald du was siehst, taucht aus dieser Kollektion ein einzelnes Bild auf. Und den Unterschied musst du dir bewusst machen. Du hast zum Beispiel auch noch nie die Heidemarie gesehen. Wenn du an die Heidemarie denkst, denkst du an den Körper von der Heidemarie. Okay, und da stellst du jetzt fest, da hast du bis jetzt eine ganze Palette von verschiedenen Heidemaries, die aber letztendlich ein und dieselbe Heidemarie sind. Das sind auch nur einzelne Bilder. Und jetzt ist natürlich interessant, selbst wenn du jetzt den Körper von der Heidemarie oder eines Trockennasenaffen vor dich hinstellst, den siehst du übrigens auch nicht. Wenn du den ins Gesicht schaust, ist es wieder nur eine Facette von dem Körper. Der hat auch einen Hinterkopf, der hat ein Bein, der hat einen Arm, der hat Finger. Merkst du, das Prinzip muss man verstanden haben, Heidemarie. Das erkläre ich seit 20 Jahren Menschen, hochintellektuellen Menschen bei eigener Definition und ich merke nach 20 Jahren, es gibt eine Handvoll Leute, die es wirklich mittlerweile begriffen haben. Verstanden lasse ich einmal nur offen. Verstanden ist nochmal eine Stufe drüber. Deshalb bin ich jetzt als Brösel-Uhr in dir aufgetaucht, um dich darauf hinzuweisen. Wohlgemerkt, ich erkläre das jetzt nicht der Heidemarie, die du dir ausdenkst, ich sage das immer wieder, sondern der Geist, der immer ist. Du bist doch der Einzige, der jetzt die ganze Zeit permanent da war, wenn wir jetzt uns zurückdenken, wir machen jetzt dieses kleine Ellingen-Treffen. Da war definitiv, hat sich doch alles bloß um dieses Ding gedreht. Von dir Geist jetzt ausgesehen, weil du diesen Film zurzeit in deinem Kopfkino laufen hast, wo war, wie du im Krankenhaus warst, dann das Ellingen und die anderen Leute. Die waren weg, wenn du an was nicht denkst, sind die nicht. Und glaub mir, das Leben wird sehr einfach, wenn du das begreifst, dass es wirklich so ist. Dass Gedanken vergängliche Erscheinungen sind. Alles, was du denken kannst, was in dir in Erscheinung tritt, sind Gedankenwellen und die sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Das, was ewig ist, ist zwangsläufig etwas, was nicht oberflächlich in Erscheinung treten kann. Da gehen wir aber im Kleinfeld noch genauer drauf ein. In einer Wiederholung, aber nochmal präzise, werde ich einige Sachen dazu erzählen. Und wenn du jetzt genau zuhörst, wirst du feststellen, dass das nur ungewohnt ist, so zu denken. Aber dass ich immer wieder darauf hinweise, Holofeeling ist wirklich die einzige Lehre, die nur mit absoluten Fakten arbeitet. Also Fakten im ursprünglichsten Sinn des Wortes. Es gibt kein Glaubens-, kein Denksystem, das wirklich mit Fakten arbeitet. Die arbeiten mit Vermutungen. Schon der ganze Materialismus baut auf Axiomen auf, die du nicht einmal beweisen könntest, wenn du wolltest, obwohl laufend behauptet wird, dass das wissenschaftlich bewiesen ist. Das kann man. Hör mal zu, ich nehme das jetzt einmal vorne weg. Da fällt immer wieder der Satz, die Naturwissenschaft nimmt für sich in Anspruch, dass man das mathematisch beweisen kann. Und das ist natürlich hochinteressant, weil ich sage jetzt einmal, diese unbewussten Narren, die wir uns jetzt ausdenken, sich zuerst einmal bewusst machen müssen, was mathematisch eigentlich bedeutet. Es ist nicht arithmetisch. Ich beweise das, was ich dir sage, auch arithmetisch, wenn du das nur mathematisch beweist. Da Mathematik ja das gelernte Wissen eines Unbewussten heißt, wörtlich übersetzt aus dem Altgriechischen. Mathe ist das gelernte Wissen und Mordikos ist der Dummkopf, der Tor. Das habe ich so oft erzählt. Heißt das definitiv, wenn einer behauptet, das kann man mathematisch beweisen, dass er das nur innerhalb seiner Logik, seines anerzogenen Denksystems beweisen kann?
Aber bei genauer Betrachtung ist genau diese ganzen mathematischen Beweise sind Sackgassen, das sind Selbstlügen. Ich sage, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an etwas nicht denkst, ist es nicht. Und die Wissenschaftler beweisen mathematisch, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Was übrigens noch nie irgendein Mensch gesehen hat mit eigenen Augen. Es ist ein reines Glaubenskonstrukt. Und wenn das doch so offensichtlich wäre, Heidemarie, jetzt mal ganz nachdenken, jetzt in deinem Wissen, in deiner Mathematik, in deinem anerzogenen, gelernten Wissen ist drin, dass die Leute das vor 600 Jahren ja nicht wussten. Hat man dir beigebracht, jetzt ausgedacht. Vor 600 Jahren haben die Menschen felsenfest geglaubt, dass die Welt eine Scheibe ist. Und vor 600 Jahren hat es auch schon Wissenschaftler und Universitäten gegeben, hochgescheite Menschen, in Maßsetzung der damaligen Zeit, die wir uns jetzt ausdenken. Jetzt frage ich dich, wenn die sich so massiv dagegen gewehrt haben, dass die Erde eine Kugel ist, wenn das doch so offensichtlich ist, ist das offensichtlich überhaupt nicht offensichtlich. Es ist nur für den offensichtlich, der anfängt, es zu glauben. Immer das erste Glaubenssystem, das man dir einhämmert, erzeugt in deinem Kopf Vorstellungen, die du als unabhängig von dir existieren glaubst. Du kannst jetzt sind wir wieder bei meinem alten Thema, das habe ich hunderte Male wieder. Wenn man dir das Neue Testament einhämmert, dann hat es in der Vergangenheit an Jesus gegeben, der gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Und wenn man dir den Koran einhämmert, dann hat es diesen Jesus zwar gegeben, aber er wurde nicht gekreuzigt und ist nicht wieder auferstanden. Und dann wird gestritten, um letztendlich um Vorstellungen, die man nur vom Hören sagen kennt. Und ich komme jetzt mit Holofeeling und sage, es ist alles ganz anders. Und genau das war ja das, was mir die ganze Geschichte im Moment erschwert hat. Denn die Ärzte und die haben ja da sonst irgendwas einreden wollen. Und ich habe auf der anderen Seite das Holo-Feeling gehabt, weißt du, und das in Einklang Pass zu auf, bringen. ich mische mich ja in die Welt nicht ein, Heidemarie, aber dir muss eins klar sein: Du wirst dich ständig narren, wenn du von irgendeiner Figur in deinem Traum gesagt bekommen willst, was du glauben sollst und was richtig ist. Und ich sage dir jetzt definitiv schon: Die Heidemarie am Leben erhalten wollen, ist ein sinnloser Akt von Energieverschwendung und du wirst feststellen, dass du mit einem vollkommen neuen Glauben überhaupt kein Problem hast mit dem Wissen, dass du dich auflöst, was ja eigentlich in dir schon verankert ist, dass ich jetzt, wenn du zurückblätterst, dass du mal ein Kind warst. Ich sage jetzt einmal, natürlich, du warst es nie in der Vergangenheit. Nochmal, du bist ein träumender Geist und die Bilder, die in dir auftauchen, sind hier und jetzt. Immer jetzt. Ich erkläre es, ich muss, um genau zu sein, dass du dir einredest, dass du dir jetzt ausdenkst, dass du mal ein Säugling warst, der hier in der Windel gelegen ist und sich die Windel vollgeschissen hat. Okay, und das Ding hat sich aufgelöst. Irgendwann hast du gelernt, dass du die Freiheit hast, dass du das bestimmen kannst, wenn du was magst oder wenn du das nicht magst und wo du es hin magst. Natürlich ist immer wieder im Hintergrund der Druck, dass wenn du wirklich musst, dann musst du halt irgendwie aufs Klo. Das ist übrigens alles sehr interessante Worte, die man auffächern kann, wenn man die Matrix verstanden hat. Was ich jetzt eigentlich dir damit sagen wollte, dass diese Verwandlung eigentlich ein Prozess ist von der Dummheit in die Weisheit. Das ist das Leben. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Interessant ist, dass das jeder einzieht. Und wir müssen jetzt einmal ganz ehrlich sein, wenn wir jetzt hier einen 20-Jährigen nehmen oder einen 30-Jährigen nehmen, dass hier kein 20-Jähriger auch nur ansatzweise sich wünscht, wieder ein Säugling zu sein, der in einer vollgeschissenen Windel liegt. Okay? Hochinteressant ist, aber sobald die Frauen, die wir uns jetzt ausdenken, 40 waren, wären sie vielleicht gern wieder 20, wenn der Körper zu verfallen anfängt, wenn man älter wird, wenn man in den Spiegel reinschaut, zumindest wenn man sich mit dem Spiegelbild verwechselt, dann sagt man, Mensch, war das toll mit 20. Wenn du mit Anstand alt wirst, wirst du als 20-Jähriger oder als 70-Jähriger, ein 30-Jähriger genauso dumm ansehen, wie du als 30-Jähriger ein Säugling ansiehst. Ohne dem Säugling vorzuwerfen, dass er so ist, wie er ist, sondern du sagst, Gott sei Dank bin ich da rausgewachsen. Und dem Materialismus, das sagen lassen, was schön ist, was wichtig ist. Verstehst du? Diese Entmündigung, permanent zu einem Arzt zu rennen, liest deine Selbstgespräche, wo ich sage, wie willst du, dass ein Mensch dich rettet, der in deinem Traum auftaucht, den du Doktor nennst, der nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper kennt? Ja. Dass dir das bewusst werden muss, dass du vor allem stehst, was in dir auftaucht. Das ist das, was ist, und du akzeptierst es. Ich sage, entweder vertraust du mir oder du vertraust der Welt.
Wenn du dem Glauben der Welt vertraust, wirst du dich auflösen, was du als Heidemarie sowieso magst. Und als Geistesfunk, sage ich dir, bist du unzerstörbar. Das heißt, alle Religionen, alle Glaubenssysteme wollen dein Bestes, dein Geld oder die wollen Macht, irgendwas wollen sie. Und das versucht man zu erreichen seit Menschengedenken durch Drohungen und durch Versprechungen. Und jetzt pass auf, ich verspreche dir nichts und ich drohe dir nicht. Das ist schon mal wieder der Unterschied. Ich unterhalte mich jetzt mit deinem Geist und der kann nicht vernichtet werden. Du bist ewig, egal was du magst. Die Frage ist, ob du diese Ewigkeit jetzt als bewusster Geist erlebst oder noch weiterhin als unbewusster Geist. Das ist der feine Unterschied. Das ist im Hinduismus die Angst vor der Reinkarnation. Das ist, der ganze Glaube ist Unbewusstheit. Und ich sage immer wieder, wenn du weißt, dass du auf einer höheren Ebene bist als Geist und jedes Leben, das du lebst, ist wie wenn du ein Buch liest, dann wirst du feststellen, ich bin doch froh, wenn da noch tausende Bücher kommen. Wenn keine Bücher mehr da sind, dann bist du ein Nichts. Und selbst das Nichts, um das Nichts zu denken, müssen wir schon wieder an das Nichts denken. Das habe ich erst erklärt. Das heißt, du kannst dich nicht wegmachen, nicht einmal, wenn du wolltest. Ja, das habe ich Der schon Geist, einmal der mir erklärt. jetzt zuhört. Und wenn du jetzt das Revue passieren lässt, du spannst jetzt immer wieder ein Zeitfenster auf. Schau, jetzt sitzt du wieder da. War das überhaupt? Selbstverständlich war das in deinem Traum. Du hast es in einem Traum erlebt. Aber wie war das in dem Moment, wo du wach wirst? Wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was in der Vergangenheit war, dass das bloß ständig wechselnde Informationen in deinem Kopf sind, die immer hier und jetzt sind? Und das ist ein Riesenunterschied, ob man das begriffen hat oder ob man es verstanden hat. Wenn du mich verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Dann wird dir nämlich wirklich bewusst, was ich dir mitteile. Dass du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der immer ist und alles, was du dir ausdenkst, ist vergänglich. Ja, das habe ich Es macht, es begriffen. erschüttert dann ins tiefste Mark, wenn man das zu verstehen anfängt. Und das ist auch etwas, was ganz intim ist. Da geht es nicht mehr darum, dass du das irgendeinen Gedanken von dir erklären musst. Das ist, weil die Menschen, die du jetzt denkst, sind Gedanken von dir. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Wie oft habe ich schon gesagt, du kannst deinen Händen nicht erklären als Heidemarie, dass du sie in Bewegung setzt. Oder versuche mal deinen Augen zu erklären, wie sie funktionieren. Das ist alles ausgedacht, ist dumm, Heidemarie. Ja. Jetzt nenne ich das Wort Heidemarie wieder. Du musst ein Heide werden, verstehst du? Aus dem Heiden muss eine Maria werden. Und dann wirst du feststellen, wo der Udo, der Gottessohn, herkommt, aus der Maria, nicht aus dem Heiden. Nomen est omen. Wir machen das schon. Ich passe schon auf dich auf. Und da war ja auch so schön jetzt. Jetzt muss ich wieder auf die weltliche Ebene runter. Jetzt reden wir wieder normal, wo ich immer gesagt habe, tu das für die anderen, was du möchtest, dass sie dir tun sollen. Und das war doch alles, schau mal, ist doch alles gemacht worden, ohne Hektik. Die haben dein Ding gekündigt, gezahlt, wir haben die Koffer dir alles gebracht. Ich habe noch zu dir gesagt, wenn du nicht fahren kannst, dann ruf mich an, dann bringe ich dich heim und fahre das Auto mit zu dir heim, wenn es nötig ist. Das heißt, du hast eigentlich doch gar keine Sorgen haben müssen. Was ich nicht kann, ist mitleiden, weil das bringt überhaupt nichts. Na, das ist Deswegen auch wird es nicht. dir nicht besser gehen. Verstehst du, was ich meine? Das verstehe ich, ja. Und Es ist eine Tretmühle, das bringt überhaupt nichts. Das ist, wenn einer wirklich Hilfe braucht, in einem elementaren Sinn, das große Problem ist, und jetzt denken wir uns jetzt deine Vorstellung von Welt aus, das sage ich so oft, da müssen sich einmal Leute Gedanken drüber machen, wenn du jetzt, je nachdem, aus welchen Informationen, aus welchen Medien du dich informierst, aber du hast ja eine Vorstellung von Welt mit einer Weltbevölkerung. Und ich habe schon so oft gesagt, wenn du willst, dass dir besser geht, dann vergleich dich nicht laufend mit Leuten, die du dir ausdenkst, nach oben, sondern nach unten. Und dann sollte dir klar sein, dass vorsichtig geschätzt nach offiziellen Angaben, materiellen Angaben, 70% der Weltbevölkerung, 80% der Weltbevölkerung würden sich alle 10 Finger abschlecken, um in Deutschland mit einem H4 Hartz-IV-Empfänger tauschen zu können. Weil das, was bei uns in Deutschland noch Hartz-IV-Empfänger hat, wäre die schon ein super Luxus. Verstehst du? Die wären schon zufrieden, wenn es den nötigsten Hunger einigermaßen stillen könnten. Geschweige denn ein Dach über dem Kopf und so weiter und so weiter. Das ist also Frevel. Ich sage, jedes Art von Gejammere, wenn eine jammern, dass ihnen schlecht geht, das ist immer das Problem, dass die sich nach oben orientieren. Orientiere dich nach unten, dann läufst du von morgens bis abends rum und schreist, juhu, geht's mir gut. Ja. Obwohl sich an deinen Umständen überhaupt nichts verändert hat.
Es ist nur dein Vergleichen. Den ganzen Ärger, die ganze Ängste, die du hast, ist ein ständiges Vergleichen mit Idealen, die es nicht wert sind, dass du dir die merkst. Das ist der Kann, der ganze Glaubenswahn. Die Moslems gehören nicht zum Christentum. Das ist wie wenn ich sage, das Drei gehört nicht zum Kreis. Keiner weiß, was der Kegel ist. Da kann man natürlich jetzt noch mehr Facetten aufzählen. Kann man auch die Juden aufzählen. Dann die ganzen jüdischen verschiedenen Sekten, die sind ja zerstritten, das habe ich so oft erzählt. Die ganzen christlichen verschiedenen Sekten, die sich Christen nennen. Und du wirst feststellen, all das kommt jetzt rein in der Märchengeschichte aus dem Abraham. Das sind nämlich alles Völker, die aus dem Abraham, beziehungsweise, und wenn wir noch weiter zurückkommen, aus dem Adam kommen. Der Adam war kein Jude. Der Adam war kein Hebräer. Die hat es doch noch nicht gegeben. Das sind Völker, die sind erst Nachfolgegenerationen. Und das sind symbolische Bilder. Das ist die Einheit, die zerspringt in eine Vielheit. Das ist mein Geist, der in unendlich viele Geistesfunken zerplatzt. Und die einen finden den Weg zurück, wenn wir den Film rückwärts laufen lassen, und die anderen sind einfach nur Makulatur, Schatten drumherum. Es ist ein vollkommen neues Weltbild. Lass dich drauf ein. Und da ist kein Widerspruch nochmal zur Welt, wenn du sagst, da habe ich einmal das Weltliche, was die Ärzte sagen, und dann habe ich Holofeeling. Das widerspricht sich nicht. Das ist wie wenn du sagst, da habe ich auf der einen Seite das Meer und auf der anderen Seite die Wellen. Beides ist was Ausgedachtes. Die Frage ist, was bist du? Ja, und was mich dann daran hindert, das Wirkliche zu sehen, ist doch dann wiederum dieses Ego-Gesch. Das ist Ego, es ist immer das Ego. Du hast nur einen einzigen Feind, das ist dein Ego. Das ist, wenn ich immer wieder sage, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Das heißt, dir muss eins klar sein, für dich wird alles genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Die Welt, die Naturgesetze, du bestimmst, ob die Sachen unabhängig von dir da außen existieren oder nicht unabhängig von da außen existieren. Du bestimmst, wer was richtig macht. Du bestimmst, wer schön ist, wer hässlich ist, wer gut ist, wer böse ist. Dieses Du, das ich jetzt meine, ist dein blaues Ich. Das ist dieses Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Und das ist ein Souffleur. Ja. Das ist, der sitzt in dir drin, der spricht laufend auf dich ein. Wir hatten das Thema schon mal, wo du hier vor Holofeeling abgefallen bist, wo ich gesagt habe, wo dich der Teufel wieder geritten hat. Das warst du selber. Der sät in einem Verzweifel. Ist das richtig? Soll ich, mein Schönes, soll ich zum Arzt gehen oder soll ich nicht zum Arzt gehen? Und das Ego will sich am Leben erhalten. Verstehst du? Das Ego, das dir einredet, du bist dieser Körper, wird mit aller Gewalt, wenn es wieder eng wird, dir suggerieren, du musst doch was machen lassen und du kannst doch nicht. Hättest du dieses Ego nicht, würdest du feststellen, dass da ganz einfache Erscheinungen sind, die du anschaust? Ja, aber die Gedanken kriege ich doch trotzdem Ja, eingespielt. Also auch selbstverständlich, die diese kannst du, Gedanken. du bist ja träumender Geist, du kannst dir ja das nicht aussuchen. Und jetzt, wie oft habe ich schon gesagt, erst wenn du den Doppelschritt machst, wenn du dich selber beobachtest, ohne was verändern zu wollen, wichtig ist, dass die Heidemarie als Ding an sich ja die Figur in einem Traum ist. Und dieser Traum, und das wird jetzt sehr schwer zu erklären, ist ja komplex. Das ist nur ein Geist. Das heißt, du siehst dich auf verschiedenen Perspektiven. Das heißt, wenn wir jetzt so eine kleine Gruppe sind, wie in Ellingen, ist da nur ein Geist. Ich sage das immer wieder. Und der Geist, sobald dieser Geist glaubt, er ist die Heidemarie, oder er glaubt, er ist die Helga, oder er glaubt, er ist dieses, katapultierst du dich in diesen komplexen dreidimensionalen Raum in eine Perspektive, wo du dann natürlich optisch immer nur das zu sehen bekommst, wo du dein Gesichtsfeld aufbaust, hinschaust, könnte ich jetzt sagen. Und interessant ist, da ja dieses Konstruktprogramm auch werdet, wirst du dieselbe Situation durch die Augen, durch den Verstand der Heidemarie gesehen und interpretiert ganz anders werden, wie meinetwegen durch die Augen der Helga. Und Das ich habe ich schaue mir beide mal. Sichtweisen an. Verstehst du, für mich stellt sich die Frage nicht, wenn ihr zwei Meinungsverschiedenheiten habt, wer von beiden recht hat, sondern ich sage, die Deppen haben immer noch nicht begriffen, was die Tasse ist. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Das heißt, wenn du an der Helga rumnörgelst, nörgelst du an einer Facette von dir selber rum. Wenn du aus der Perspektive der Helga an der Heidemarie rumnörgelst, nörgelst du an einer Facette von dir selber um. Jedes Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas ist deine Selbstentheiligung. Und Heilsein heißt nicht gesund sein. Wenn du jetzt gesund sein willst, entheiligst du dich auch. Weil du immer Einseitigkeiten anstrebst. Und das wird so lange andauern, dieser Zustand, bis du das verstanden hast. Darum sage ich, ich mache dich zum Richter
über alles und jeden. Und all deine Richterfallstriche vollstrecke ich an dem Menschen, der du zu sein glaubst, dessen Rolle du spielst. Das ist Auge um Auge, Zorn um Zorn. Und du hast es in der Hand, es sofort abzustellen. Aber du musst nur zuerst einmal präsent sein, dass dir das bewusst wird. Das heißt, in erster Linie steht jetzt einmal da, sobald du merkst, dass du aus deiner Mittigkeit herausdriftest, das nicht verändern oder abstellen wollen, sondern sofort sagen, stopp, was ist jetzt eigentlich da? Was ist jetzt da? Und was da ist, ist immer deine Information. Du kannst jetzt erst einmal trennen, was ist jetzt real in meinem Gesichtsfeld, was nämlich sinnlich war, was ist feinstofflich. Okay? Da kann zum Beispiel der Schwindel auftauchen in dir. Das ist solch noch eine sinnliche Wahrnehmung. Und jetzt kommen die ganzen Interpretationen. Ist das was schlimm? Könnte mir was passieren? Das ist schon wieder dein Ego, dein Teufelchen, das dir Angst einredet. Ja. Ich kann nicht oft genug sagen, die Erscheinungen, die von dir wahrgenommen werden, die sind einfach nur. Und ob du jetzt hier dann dich gut fühlst, schlecht fühlst, ob du Angst kriegst, das ist schon das Ego. Das macht deine Interpretation aus. Würdest du nicht interpretieren, wenn ich ja sage, mir ist ja schauen Essen an, ob das eklig ist, ob das gesund ist, ob das ungesund ist. All das ganze Geschwätz, wo wie ein Schwall von der Heidemarie-Ego über dich, von diesem Intellekt über dich geschüttet wird. Und das ist natürlich alles, was dir logisch erscheint, ist dann für dich richtig. Aber nochmal, hätte man dir was anders erzählt, würdest du dieselben Situationen ganz anders bewerten. Und erst wenn du da mal einen Abstand nimmst, wird dir das bewusst, dass jeder recht hat. Ich sage das nicht bloß. Jeder, egal was einer behauptet, ist eine Möglichkeit, die man denken kann. Vom Heiligen Ganzen, ein Puzzlestück, wie ich das nenne. Und das gibt dem Frieden. Das gibt den Den Frieden. Das Frieden, gibt den alles. absoluten Frieden. Jetzt können wir wieder hebraisieren, für Eden ist die Frucht von Eden, des Paradieses. Das sind die Früchte des Paradieses, sind die Puzzlestücke, die man wertfrei anschaut, weil man weiß, denk an meinen kleinen Kabelstecker im Auto. Was ist wichtiger zum Fahren, der Motor oder der kleine Kabelstecker? Alles Du bist dieser gemeinsam. Kabelstecker für die ganze Welt, die du dir ausdenkst, wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht einfach deine Rolle spielst, ohne die verändern zu wollen, aus dem Hintergrund. Weißt du, wirst du das jetzt wieder sehen, wenn ich sage, du bist ein Auserwählter, da meine ich den Geist, der jetzt dieses Gespräch hört. Weil du nämlich der Einzige bist, der immer ist, nicht die Menschen, die du dir ausdenkst. Und die, die du dir ausdenkst, die werden so sein, wie sie von dir ausgedacht wird. Die ganze Welt ist so, wie du sie dir ausdenkst. Wenn du glaubst, die Welt ist eine Scheibe, ist sie eine Scheibe. Wenn du glaubst, es ist eine Kugel, ist es eine Kugel. Jetzt ist bloß die Frage, ist dein momentaner Glaube wirklich deine ureigenste Meinung oder findest du eigentlich bloß die Meinung von anderen in dir vor? Du hast noch nie nach deiner eigenen Meinung gesucht. Ich sag dir, was deine Meinung ist. Deine Meinung ist letzten Endes meine Meinung, weil ich nämlich du bin. Aber auf einer wesentlich höheren geistigen Ebene. Ja, ich bin mittlerweile so, mir ist das wurscht, ob das eine Scheibe oder eine Kugel ist. Das ist sowieso was. Das ist, daneben, frag dich zuerst einmal, was bin ich selber? Ja. Was bin ich? Das ist die große Frage. Mensch, erkenn dich selbst. Wohlgemerkt rot geschrieben. Adam, erkenn dich selbst. Ja. Und da wird jetzt die Bibel interessant, wenn man die nicht so wie die Kirchen das auslegen liest, sondern man versteht die Symbolik. Dann weiß ich, als Mensch bin ich zuerst einmal ein Gotteskind. Für ein Gotteskind gilt dasselbe wie für den großen Gott, für den Vater. Ich bin Geist. Geist kann es nicht geben. Geh ist eben. Das heißt, ich bin eigentlich die Nulllinie. Verstehst du? Ich bin nicht unten und ich bin nicht oben. Habe ich doch so oft schon gesagt zu dir. Jetzt natürlich, wenn du jetzt nach oben schaust und sagst, da oben ist die Sonne, da oben sind Wolken, in dem Moment denkst du dich ja selber, also dir, der das sagt, den du dir jetzt ausdenkst, nach unten. Sagst du, da unten ist der Boden, der Teppich, dann denkst du dich nach oben. Das heißt, immer wenn du irgendwas einseitig dir ausdenkst, entsteht im selben Moment das andere da. Im selben Moment, jetzt in dem Beispiel, glaubst du dann, du bist das andere. Das ist ja, du kannst jetzt auch einen Menschen ausdenken, dir vorstellen, vor dich hinstellen und dann ist zwangsläufig, bist du das Gegenteil davon. Aber beides ist vom Geist aus gesehen, ist jetzt hier die Heidemarie genauso was Ausgedachtes wie der Udo. Und jetzt könnte ich wieder sagen, wenn du jetzt das Video anhörst, soll die Heidemarie das veröffentlicht, raumzeitlich gesprochen, dann gilt es aber auch für den, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das anhört.
Weißt du, es ist die große Erkenntnis, dass immer wieder jetzt, ich spanne jetzt bewusst ein Zeitfenster in deinem Kopf auf, dass es hier Leute gibt, die seit 20 Jahren Holophiling intensiv studieren, die ganzen Bücher, alle Bücher, die jetzt nach 20 Jahren intensiven Studio langsam anfangen, wie einfach das eigentlich ist, was ich seit 20 Jahren versuche zu erklären, dass es jetzt langsam akzeptieren, weil sich das Ego auflöst. Oder Blut, hat mal jemand zu mir gesagt, steht für Ego. Ego. Und das ist eine ganz grobe Symbolik. Ja, und die sag da mal, pass auf, das Blut, wenn wir das deutsche Wort Blut nehmen, das ist ja Adam. Dam heißt ja Blut, heißt auch der Rote. Darum sagen wir der Rote Geist. Das heißt übrigens auch Schweigen und Stillsein. Das heißt Adam, A als Imperfektvorsilbe heißt, ich werde schweigen. Shin Weh, die logisch aufgespannte, wird mein eigenes. Das, was ich logisch, und das ist ein lautloses Denken. Das sind die Worte im Hintergrund. Und jetzt ist es so, dass man das deutsche Wort Blut, was ja das Damm heißt im Adam, dass das deutsche Wort Blut, wenn wir das hebraisieren, das gibt es nicht vor Holofeeling. Dieses Wort hebraisieren gibt es erst seit Holofeeling. Das heißt, wir machen aus den Buchstaben hebräische Zeichen. Und da haben wir jetzt natürlich zwei Möglichkeiten, weil wir nämlich zwei verschiedene T haben im Hebräischen. Auch im Griechischen. Wir haben das Tet, die 9 und das Taf, die 400. Wenn wir jetzt zum Beispiel das T hinsetzt mit einer 9 machen, dann heißt es B-Lut. B als Vorsilbe gelesen heißt ja in und Lut heißt eine Hülle. In einer Hülle stecken. Verhüllt sein, also in einer Hülle. B kann man als polar lesen, dann heißt es eine polare Hülle. Das ist die Welt einer Gedankenwelt, die dich einhüllen. Okay? Wir können auch aus dem T ein Taf machen, dann als Ganzes gelesen, Blut, Blut, wenn du BLU Taf, Waff Taf einsetzt praktisch, dann heißt es Klimax. Das ist Klimakterium, sind die Wechseljahre. Das sind interessant, die Wechseljahre passieren. Zuerst kommt bis zur Pubertät, sage ich, das ist die These, das Kindsein, dann kommt danach die zweite Stufe deines Lebens, das angebliche Erwachsensein. Und dann kommen die Wechseljahre, wo du in die dritte Stufe, in die Synthese kommst. Und das ist eigentlich der Wechsel. Jetzt am Ende des Lebens fangst du an, was soll uns die Polarität, diese zwei Hälften? Ich könnte jetzt auch sagen, als normaler Mensch sagst du, vor der Pubertät bin ich ein dummes Kind und dann bin ich ein gescheiter Erwachsener. Beides ist was Ausgedachtes. Und jetzt kommt, dass du merkst, dass da kein Unterschied ist. Nochmal als Erwachsener erkennst du, dass die Stufe vorher eigentlich ein dummes Kind war. In den Wechseljahren erkennst du, dass du als Erwachsener genauso blöd warst. Genau. Wenn du zum Beispiel hier als 40- oder 50-Jährige in der Übergangsphase, kurz vor den Wechseljahren, wenn du meinst, es ist besser jung zu sein, wieder einen jungen Körper zu bekommen, es bleibt dir doch nicht erspart, dass ich immer wieder sage, hier ein Volk voller Rauben, wo irgendeiner hier... Das Schicksal ist definitiv, dass aus der Raube ein Schmetterling wird, eine Psyche wird. Das ist diese Seele, all das ganze Denken. Was Ausgedachtes überlebt nicht, das überlebt auch keine ausgedachte Seele. Das, was ewig ist, ist etwas, was eben nicht in Erscheinung treten kann. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Wellen, die in Erscheinung treten, affin aufgespannt, deine Gedankenwellen, egal an was du denkst, ist eine vergängliche Erscheinung. Und das, was ewig ist, muss etwas sein, was nicht in Erscheinung tritt, weil alles Erscheinende sich ja wieder auflöst. Jetzt denk wieder an mein Beispiel mit der Wolke, was es nicht heißt, dass es das deswegen nicht gibt. Pass auf, aus der Welt des Romans gesehen, du kannst nicht von unten nach oben sehen, gibt's den Leser nicht, weil der im Roman nicht erwähnt wird. Aber sobald du der Leser bist und dir die Figuren aufgrund der Worte in einem Roman ausdenkst, wirst du erkennen, dass die Figuren in einem Roman vergängliche Erscheinungen sind. Und du bist auch dann da, wenn du nicht mehr an diese Figuren denkst und ein anderes Buch zum Lesen anfängst. Das ist genau das, was passiert, wenn dein Geist wach wird. Das ist das, was ein Leben nach dem Tod und lauter so Zeug, mit materialistischer Interpretation kommst du da überhaupt nicht weiter. Ja. Und was jetzt eine schöne Freiheit ist, dass das zu verstehen nicht abhängig ist, dass du irgendwelche Figuren in einem Raum das erklären musst. Darum betone ich immer und immer wieder, ich erzähle das jetzt nicht irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst. Ich erzähle das nicht der Heidemarie oder irgendeinem anderen und auch nicht den Deppen, der jetzt vom Computer sitzt und sich das Gespräch anhört. Weil der Depp, der vom Computer sitzt, hört es ja nicht. Ich kann nicht oft genug sagen, die Ohren, die du hast,
Die können so viel hören wie ein Mikrofon und das Gehirn, das du zu sein glaubst, das kann so viel denken und ist so viel Lebendigkeit wie ein Computerchip. Der, der sich's ausdenkt, dieser Geist, der sich das jetzt alles ausdenkt, nicht nur das Gespräch, sondern die ganze Welt, die du dir ausdenkst, dem erzähle ich das. Und sobald ich jetzt von diesem Geist spreche, der sich was ausdenkt, ist der auch schon wieder was Ausgedachtes. Den muss ja auch einer ausdenken. Und jetzt kommen wir, das sind der Weg in die höheren Ebenen. Ja. Und bitte noch einmal das mit dem Blut. Ich habe einerseits, bin ich im Moment erschrocken, dann habe ich gedacht, Mensch, wenn das Ego ist, das wäre doch eigentlich dann ganz super. Dann ist ja doch schon ein ganzer Teil weg. Denn die haben behauptet. Alles hat zwei Seiten. Alles, alles hat zwei Seiten. Du wirst dann merken, wenn ich von zwei Seiten rede, es sind genau genommen sind es dann vier und dann waren es acht Seiten. Aber wir müssen ganz klein anfangen. Ich betone so oft, dass meine Beispiele sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich kann das auch kompliziert erklären. Dann wird es wesentlich präziser und genauer. Aber das ist gar nicht nötig. Versteh diese simplen, einfachen Beispiele und das ist wie Kreis und Dreieck. Es gibt nur den Kegel. Und jetzt zu definieren, der Kreis ist gut und das Dreieck ist schlecht. Es hängt von deiner momentanen Logik ab. Das heißt, du denkst einseitig. Du hast diese klassische materialistische Logik, wenn sich was widerspricht, kann nur eins davon richtig sein. Und ich sage, jede Vorstellung von richtig, jede einseitige Vorstellung von richtig, zu der gehört eine Kehrseite. Denk an die Tasse. Und diese Kehrseite ist genauso richtig, wenn du dir das von der anderen Seite anschaust. Ich habe so viele Beispiele gesagt und darum nehme ich dich als Geist an die Hand und wir gehen einen Gedankengang auf die andere Seite. Das tut überhaupt nicht weh und du schaust dir das einfach von der anderen Seite an und du wirst plötzlich feststellen, dass alles, was für dich bisher richtig war, hundertprozentig richtig und nicht anders, dass das von der anderen Seite genauso richtig ist und plötzlich wird dir deine bisherige Vorstellung von richtig total falsch und verkehrt vorkommen. Und erst wenn du beide Seiten durchschaut hast, dass man die so und so sehen kann, da mangelt es auch nicht am Beispiel, wenn du das ganze Zeug, die ganzen Holofeeling-Sachen liest und die Selbstgespräche anhörst. Habe ich hunderte, tausende von Beispielen dazu. Ja. Ja, weil das ja für jeden Moment, für jede Situation in deinem Leben gilt. Dass sich oft hier Schicksalsschläge herausstellen für eine gewisse Phase des Lebens als was sehr Positives. Und wiederum Sachen, die du meinst, dass das ein Gottesgeschenk ist, dass das dann im Nachhinein was sehr, sehr Negatives ist. Ja. Mache ich mal gerne mein Beispiel mit dem Lottogewinn und mit der tödlichen Krebsdiagnose. Da wird beim Lottogewinn wird jeder sofort Juhu sagen. Das Problem ist, es haut dich voll wieder in die materialistische Welt, in die Vergessenheit. Und wenn jetzt du zum Arzt gehst und der Arzt hätte jetzt gesagt, hier, Frau Grünbaum, Sie haben noch 4 Wochen. Dann würdest du dich nur noch auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf dich selber, das, was du bist. Wie soll es mit mir weitergehen? Nicht mehr auf die Heidemarie, das ist dann abgehakt. Dann wäre das zu blöd, dich über irgendeinen weltlichen Bibifax aufzuregen, verstehst du, oder dir vor irgendwas weltlichen Angst zu machen. Dann wäre dir die Weltlage und die Flüchtlinge würden dir total am Arsch vorbeigehen, weil du dann wirklich Wichtigeres zu tun hast. Ja. Genau mit dem Lottogewinn wirst du wieder voll reinzumpfen in den Konsum und in den Verbrauch, dich hingeben an vergängliche Erscheinungen. Das ist immer auch der Wahn zu glauben, man könnte mit Geld die Welt verbessern. Geld ist das Problem. Genau. Die totale Entmündigung des menschlichen Geistes. Das wie viel Schwachsinn soll ich dir eigentlich noch einspielen, bis du merkst, so dumm, und jetzt hör genau zu, so dumm können doch Menschen überhaupt nicht sein. Ich sage ja, Menschen sind nicht so dumm. Trockennasenaffen sind so blöd. Das, was du bisher Menschen genannt hast, sind Figuren in einem Traum. Bei eigener Definition Primaten, sterbliche Trockennasenaffen. Wo ist deine glorreiche Naturwissenschaft, die bis zum heutigen Tag immer noch davon ausgeht, dass sie selbst Trockennasenaffen sind? Ganz einfach, sie äffen nach. Sie äffen den ganzen Scheißdreck nach, den sie in sich vorfinden, wo sie sagen, das habe ich in der Vergangenheit von irgendwelchen gescheiten Menschen gelernt. Diesbezüglich wirst du mal mit Holofeeling feststellen, dass da überhaupt keiner gescheit ist. Das sind die Wissenselemente, die Facetten, die entdeckt wurden angeblich, dass das überhaupt keine Gescheitheit ist, weil die große Masse der wissenschaftlichen Erkenntnis du gar nicht entdecken kannst. Ich habe mal ein Beispiel, wenn ich sage, in deiner bisherigen anerzogenen Logik ist es also so, dass du gedanklich, umso weiter du dich in die Vergangenheit bewegst, umso weniger wussten die Menschen.
normal gesprochen, okay? Hm. Das heißt, das Wissen, das wir jetzt haben, hatten die ja damals noch nicht. Jetzt wirst du aber feststellen, und ich mache immer nur mein Standardbeispiel, ich stelle ein Glas Wasser auf den Tisch und sage, jetzt sagen wir mal, wenn einer das nicht weiß, wie kann man Wassermoleküle entdecken? Die kannst du nicht einmal entdecken, wenn du wolltest. Jeder, der dir das erzählt, der erzählt dir etwas, was man ihnen erzählt hat. Ja. Aber wenn jetzt da das Wissen überhaupt nicht da ist, muss ja irgendeiner da sein, der das entdeckt hat. Und dann macht jetzt erst einmal klar, da gibt es nichts zu entdecken. Wenn überhaupt, muss das einem einfallen. Es muss in ihm auftauchen, dass das so sein könnte. Ja. Aber pass auf, wenn der Gedanke in einem auftaucht, dass das so sein könnte, ist das doch eine total subjektive Vermutung, einfach nur eine Fantasievorstellung. Dann wirst du plötzlich feststellen, dass die ganzen Errungenschaften irgendwelche Hirngespinste, ich rede mal normal, von irgendwelchen Menschen waren, die einfach solche Fantasieideen hatten, die ihnen aufgetaucht sind. Und nichts zu tun hat mit einer materialistisch bewiesenen Welt da außen, mit einem Mikrokosmos. Natürlich hat es alles einen unheimlich tiefen Sinn, immer dran denken. Alles, was in irgendwen irgendwie auftaucht, hat einen Sinn. Du wirst von mir nie hören, dass irgendein Gedanke, der in dir auftaucht, unsinnig oder sinnlos wäre. Wenn er nicht wichtig wäre, würde ich ihn in dir nicht auftauchen lassen. Meinst du, dass das jetzt ein Schicksalsschlag war, dass das passiert ist in Ellingen? Ein riesen Lernprozess, um dir die Augen zu öffnen. Na, das habe ich Und was ist mitgekriegt. es jetzt? Wieder Pups in deinem Kopf, ist doch schon wieder vorbei. Ja. Du musst jeden Tag leben, als wenn es der Einzige wäre. Wenn du morgen wach wirst, sagst, juhu, ich bin wieder da, ich bin gespannt, was ich heute alles erleben darf. Und da hast du doch was erlebt. Und wenn du abends im Bett liegst, dann musst du dir das Revue passieren lassen, dann machst du dir nochmal Gedanken bei Wiederholung, was du heute alles erlebt hast. Und dann sagst du entweder, juhu, das war heute mal wieder hochinteressant. Oder du liegst im Bett und sagst, heute haben wir vielleicht einen Scheiß reinzogen. Aber das ist doch dann schon vorbei. Es rentiert sich doch gar nicht, dass du dich dann drüber grämst. Verstehst du? Bin gespannt, was ich morgen alles erlebe. Weiß ich, ob ich morgen wieder als Heidemarie wach war oder als der, der ich jetzt zu sein glaube? Das ist einmal ein einfacher Vorschlag, wie du leben solltest. Und umso mehr dir bewusst wird, dass da außen keine Welt ist, sondern bloß das, was du dir ausdenkst und nicht gelten lassen, das ist ja alles so echt, wenn du spazieren gehst. Immer dir bewusst machen, selbst mit deiner momentanen materialistischen Logik, alles, was du siehst und erlebst, muss in deinem Kopf sein, sonst könntest du Geistes nicht sehen. Und ich rede jetzt bei dem Kopf nicht von dem Trockennasenaffenkopf, den du dir jetzt ausdenkst. Ja, klar. Der bestimmt die Perspektive. Das ist das Bereshit. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und da wirst du irgendwann einmal merken, dass das tausendmal mehr Weisheit ist, wie das, was dir materialistisch gesinnte Menschen versuchen zu erklären. Und jetzt mach dir bewusst, dass alle Esoteriker und alle religiösen Menschen, egal welcher esoterischen Strömung oder welcher Religion sie angehören, in erster Linie tiefgläubige Materialisten sind. Und warum ist das so? Warum ist das so? Weil die auch nicht anders können. Nein, weil du sie dir so ausdenkst. Ach so, na, das habe ich noch Das nicht sind deine kapiert. Spiegelbilder. Merkst du das? Den Punkt musst du überspringen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das heißt, die Welt um dich herum zeigt dir letztendlich, was du glaubst. Pass auf, wenn du dir einen Film anschaust, zeigen dir die ständig wechselnden Bilder auf der Leinwand, was auf der DVD drauf ist. Merk dir, das ist ganz wichtig. Du arbeitest mit einem gewissen Intellekt. Und dieser Intellekt ist dir vollkommen klar, dass dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dass das nur eine winzige Facette von unendlich vielen intellektuellen Denksystemen sind. Schon die Frage zu glauben, meine ist richtiger, weil dir die logisch erscheint. Selbstverständlich erscheint dir deine Logik logischer wie alle anderen, weil deine Logik ja der Vergleichsmaßstab ist. Das ist mein Beispiel mit den alten Basic-Betriebssystemen und Windows. Was sollte dir denn logischer erscheinen wie deine eigene Logik? Aber wie sieht es aus, wenn du mit anderen logischen Systemen konfrontiert wirst? Da kannst du dann bloß sagen, da kenne ich mich nicht aus, das habe ich nicht studiert. Was macht der normale Mensch? Das stimmt nicht. Quadrat zeichnet ein Quadrat mit drei Strichen, das geht nicht. Ja. Das ist darum, sorry, alles, wenn du abstürzt im normalen Alltag, bestehen deine ganzen Hindernisse an diesen Vorurteilen, die du dir bewusst machen musst.
dass du zuerst einmal genau zuhörst und dir bewusst machst, was ist jetzt da eigentlich gefordert. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Da ist in keinster Weise gefordert, dass du ein Quadrat zeichnen sollst, das aus drei Strichen besteht, weil das wäre ja wohl blöd. Das weiß doch jedes Kind, dass ein Quadrat aus vier Strichen besteht. Ja. Was sagt deine Logik? Das geht nicht. Ich brauche doch Geld zum Überleben. Ohne Geld geht es nicht. Es ist nichts anderes. Da kommt nämlich schon die Verschiebung, dass ich sage, ja, was machst du jetzt, wenn du Geld hast? Kannst du Geld fressen? Kannst du auf Geld schlafen? Es ist nichts. Es ist ja mittlerweile nicht mehr mal mehr Papier. Jetzt wollen sogar das abschaffen. Das sind nur noch Zahlen auf einer Plastikkarte auf irgendeinem jetzt ausgedachten Konto, auf einem Computer. Ja, aber ich brauche doch Geld, dass ich was zum Essen kriege. Da bin ich auch zigfach drauf eingegangen. Du verlagerst dein Problem. Ja. Ich brauche doch Geld zum Überleben. Warum brauchst du Geld zum Überleben? Warum willst du Geld? Ja, weil ich mir meine Wünsche erfüllen will. Du verlagerst dein Problem. Ich frage dich, warum willst du dir deine Wünsche erfüllen? Dann wünsch dir doch gleich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und nicht, dass du Geld. Du wünschst dir Geld, dann wünsch dir doch gleich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Verstehst du? Du wünschst dir das Verkehrte. Jetzt frage ich dich, wieso willst du, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen? Dann sagst du ja, weil ich glücklich sein will. Dann sage ich, warum wünschst du dir dann, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen sollen? Wünsch dir doch dann gleich, dass du glücklich bist. Ja, das habe ich schon. Hast du es verstanden? Es verschiebt sich. Das ist dasselbe in Grün. Du denkst so viel dazu und du hast dir noch nie Gedanken gemacht, was die eigentliche Ursache, die Wurzel, was ist der Kern des Problems? Genau. Naja, und dann werden ja diese Ängste geschürt, ne? Wer schürt die? Ne? Du selber? Ja, ja. Das ist der Satan. So ungefähr. Das ist nur, du hast nur einen Feind. Genau. Glaub es mir, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist dein eigenes Ego. Ja. Und da musst du dich immer mehr distanzieren. Und jetzt ist aber das Wichtige, ohne das zu bekämpfen. Weil sonst bleibst du ein blindes Arschloch. Eben. Wenn du dich als Leser erhebst, was du feststellen, wenn du einen Roman liest, da gibt es eine Hauptrolle und gibt es andere Rollen. Und der Leser, der wird nicht sagen, ich bin der oder ich bin der. Und du kannst jetzt in der Vergessenheit, schlupfst du praktisch in eine Rolle. Wie ein Schauspieler auf der Bühne. Habe ich so oft gesagt. Ja. Bloß der weiß, dass er nicht die Rolle ist, die er spielt. Und du hast es vergessen. Ja. Ja, und jetzt wird mir immer wieder eingespielt, sorge dich nicht um morgen. Und dann, ja, was ist morgen? Ein Gedanke, den du jetzt denkst, morgen kann nichts passieren. Eben, ne? Und wenn ich das... Du kannst nicht morgen sterben und nicht in 4 Wochen und nicht in 5 Jahren und nicht in 10 Jahren. Alles, was passiert, passiert jetzt. Ja. Wenn du jetzt als Sterben mal ganz grob siehst, der Körper des Menschen, der du zu sein glaubst, löst sich auf. Ich sage, dein Körper löst sich schon auf, wenn du nicht dran denkst. Das kriegst du gar nicht mit. Tausende Male an einem jetzt ausgedachten Tag. Das kriegst du überhaupt nicht mit, wenn sich was auflöst. Ich sage, das Problem ist, dass diese Scheiße immer hartnäckig immer wieder sich wiederholt, immer wieder kommt, weil du es noch nicht durchschaut hast. Wenn du es vollkommen durchschaut hast, kriegst du einen neuen Körper von mir. Mhm. Ein ganz neues Leben. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, gebe ich dir ein neues. Das ist die Geschichte mit dem Haar. Und ich nehme dir dabei nichts weg, sondern ich kriege immer wieder neue Teile dazu, die dann als Ganzes betrachtet dich in einen vollkommen neuen gedanklichen Bereich führen. Das ist wie die Tasse mit den Perspektiven. Weißt du, das ist Auflösung, gibt es nicht. Die Einheit, es ist alles, das Bild zusammengesetzt, siehst du, wenn das hier als Kontinuum lückenlos zusammengesetzt ist, siehst du ja die Puzzlestücke nochmal. Wenn du ein Buch durchschaut hast und ich frage dich, kennst du das Buch, sagst du bloß noch ja. Das ist das Chat. Und solange musst du das in kleinen Häppchen dir bewusst machen. Ja. Erst dann verschmilzt es. Das ist ein Zauberwerk. Und die Vervollkommnung besteht nicht darin, dass du was zu vernichten und versuchst. Das ist das normale materielle Denken wieder, das verdrehte, dass man meint, man könnte die Welt vollkommener machen, besser machen, indem permanent Sachen bekämpft und verboten werden, anstatt diese Gegenteile, die Kehrseiten, so mit dem Bestehenden, mit der Vorstellung von richtig zu integrieren, dass was vollkommen Neues entsteht. Du Heidemarie, ich muss Schluss machen. Ich kriege gerade einen Anruf nochmal. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Tschüss. Danke.